von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem Kufstein-TV-Studio mit Blick auf die Festung. Mein Name ist Albin Winkler und ich darf euch durch die aktuelle Sendung begleiten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind unsere Wochenhighlights. Ein Meer aus bunten Ballons. Kufstein-TV war zu Gast beim Night Glowing im Kaiserwinkel. Mit Gap of 42 beweisen zwei Akrobaten, dass sich Gegensätze anziehen. Wir besuchten den Volksschauspieler Reinhard Exenberger und erfuhren dabei einiges über seine Leidenschaft. Der Südtiroler Vollblutmusiker Herbert Pixner heizte seinem Publikum in der Kulturfabrik gehörig ein. Die Ballonwoche im Kaiserwinkel lockte auch heuer wieder jede Menge Zuseher an. Wir waren mit unseren Kameras dabei und fingen stimmungsvolle Bilder ein, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Doch davor gehen wir noch kurz in die Werbung. Er hat mich hierher gebracht. Entschuldigung, war keine Absicht. Schauen Sie rüber in das Büro, ob da nicht zufällig irgendwo eine Leiche herumliegt. Gerne, danke. Die Fantasie ist schärner als die Realität. Das wird eine wilde Szene. Vicky, der glatte Spinn. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ablakus. Du hast keine Freunde. Oh, am Gange war der ganz gewiss nimmer. Hätte ich mein Verbrechen gar nicht bereuen. Bereits zum 20. Mal fand heuer das Kaiserwinkel Alpin Ballooning statt. Hoch über Walchsee und Kössen traten 50 Ballonfahrerteams in verschiedenen Wettkämpfen an. Das Event dauerte eine Woche lang und umfasste dabei mehrere Programmpunkte bei Tag sowie bei Nacht. Bei der Veranstaltung sind viele der teilnehmenden Ballonfahrer nicht mehr wegzudenken. Grüß euch, ich bin der Hans Geierstanger, Ballonfahrer aus dem Chiemgau und befreundet mit der Herrin, mit den ganzen Ballonfahrerinnen. Wir kennen uns sehr lange schon und sie haben mich gebeten, dass ich da reinkomme und einen Ballon aufstelle. Auch der Nachwuchs kam nicht zu knapp. Der 80-jährige Modellballonenthusiast Karl Josef Hein reist regelmäßig zu verschiedenen Events, um den Kindern seine Leidenschaft näher zu bringen. Dabei beantwortete er auch die Frage, wie so ein Ballon überhaupt in die Luft steigt. Ein Ballon geht in die Luft, wenn die Luft in der Hülle wärmer ist wie die Luft draußen. Das heißt, Wärme geht nach oben und damit geht also bei entsprechender Wärme auch der Ballon nach oben. In unterschiedlichen Höhen
sind die Winde auch in Unterschied, gehen die manchmal in unterschiedliche Richtungen. Und jetzt suche ich also Strömungen raus, die dazu führen, dass ich also mit dem Wind in die Richtung komme, wo ich dann auch eine Landestelle kriege. Jährlich lockt das Alpine Ballooning zahlreiche Ballonfahrer aus dem Nachbarland an. Ja, Walchsee ist super schön, Kösten ist wunderschön, überhaupt Tirol, Kaiserwinkel, wunderbar. Und ich fahre gerne daher im Ballon und komme immer wieder gern her. Den abschließenden Höhepunkt markierte das Night Glowing mit einer beeindruckenden Lichtershow. Bayern grüßt Tirol! War sehr schön, ja. Ja, und ich sage alles Gute und Glück ab, gut Land. Das ist der Spruch, den die Ballöner ja, zugesprochen kriegen. Ja, alles Gute. Tschüsschen. Mit einem Feuerwerk verabschieden wir uns von dem diesjährigen Alpine Ballooning. ...42 cm an Größe und 42 Kilogramm an Gewicht trennt die beiden Akrobaten Iris Pelz und Chris Schlunk. Im Programm Gap of 42 rückt das Duo genau dieser körperlichen Gegensätze in den Mittelpunkt. Kufstein TV begleitete das Pärchen bei der österreichischen Erstaufführung im Rahmen der Kufsteiner Zirkustage. Nächste Woche auf QTV? Einen modernen Zirkus mit menschlicher Akrobatik und emotionalem Storytelling. Dafür stehen die Zirkustage, die heuer zum zweiten Mal im Kulturquartier Kufstein stattfanden. Einer der Höhepunkte war das Programm Gap of 42 der Akrobaten Iris und Chris. Die sichtbarsten 42 cm der Welt. Zu ihrem ersten abendfüllenden Bühnenstück entstand dabei von selbst. Ja, also bei uns ist es so, wir haben tatsächlich einen sehr großen Größenunterschied. Der ist sehr präsent, lässt sich nicht ignorieren, gerade auf der Bühne. Wirklich recht groß, recht klein zusammen. Und dann haben wir uns gesagt, wir spielen mal damit rum. Was gibt das für Bilder, was für absurde Bilder kann das geben? Was für witzige Momente gibt das? Und dann haben wir nachgemessen und gesagt, okay, 42 cm, vielleicht könnte das mal ein Showtitel sein. Gap of 42 wurde bereits über 100 Mal in 8 verschiedenen Ländern aufgeführt. Bei einem derart vollgestopften Terminkalender bleibt nicht immer Zeit für ausführliches Training.
Es ist immer sehr unterschiedlich, da wir auch viel auf Tournee sind. Manchmal hat man einen Raum zum Trainieren, manchmal hat man keinen. Wir spielen auch viel im Sommer viel draußen. Dann, genau. Das kann man nicht so zusammenfassen. Dann gibt es wieder Phasen, wo wir viel trainieren, also dann den ganzen Tag mehrere Stunden und dann weniger auftreten. Und wenn wir auftreten, dann wärmen wir uns meistens so ein, zwei Stunden auf und das genügt dann auch eigentlich. Gap of 42 war die Veranstaltung des dritten Abends, des heutigen Abends, eine österreichische Uraufführung. Und es waren fantastische zwei Künstler mit atemberaubenden Bühnenmomenten. Und Chris lernten sich 2011 in den Niederlanden kennen. Dort wollten beide ihre Hingabe für die Akrobatik zum Beruf machen und meldeten sich an einer Zirkusakademie an. Hat mich auf jeden Fall schnell gereizt. Als ich davon gehört habe, dass es sowas gibt, dachte ich mir so, hey, das wäre schon was Spannendes. Und ich glaube, so ein bisschen ähnlich über Iris auch. Dann hat man so die ersten Zweifel, so kann ich das, wird das was, macht mein Körper das mit? Aber ich hatte so einen Impuls von, ich muss das jetzt probieren, sonst ärgere ich mich später, das nicht gemacht zu haben. Also ich habe als Kind schon auch immer gerne auf der Bühne gestanden, mit Musik auch oder mit Tanz oder Theater mehr. Und habe dann als Jugendliche erst erfahren, dass es überhaupt Zirkusschulen gibt. Und dann war das schon so ein bisschen der Traum. Aber dadurch, dass ich auch nie Leistungssport gemacht habe, dachte ich, okay, das geht gar nicht, dann auf eine Zirkusschule zu gehen. Aber das hat dann doch geklappt. Und genau, das ist schon, ja, mein Traumberuf. Es ist bei der Programmgestaltung wichtig, dass ein möglichst weites Spektrum von Darbietungen unter dem großen Titel Moderner Zirkus hier in Kufstein gezeigt wird und das Publikum sehen kann. Der Zirkus ist ein Genre, das in einer großen Wandlung sich befindet. Ja, man geht weg von Tieren auf der Bühne, das ist ethisch nicht mehr vereinbar, hin zu Akrobatik, hin zu Körperkunst, hin zu menschlichem Vermögen, mit dem eigenen Körper Wunderschönes auf die Bühne zu zaubern. Dafür soll es auch in Kufstein Platz geben und ich würde mir wünschen, dass die Zirkustage nicht mehr wegzudenken sind aus dem Kulturleben unserer Stadt. Applaus für die Zirkustage in Kufstein. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Was wir wohl im nächsten Jahr erleben werden, wir sind gespannt. In Kufstein läutet die Lügenglocke. Die Kufsteiner Heimatbühne lädt am 2. Februar zur Premiere ihres neuen Stücks »Die Lügenglocke« ins Kulturquartier Kufstein. Ein lustiger Abend steht bevor, wenn der Bürgermeister den Gemeinderat in sein Wirtshaus beruft. Mit viel Freundalwirtschaft soll eine neue Diskothek eröffnet werden. Doch dann kommt die Hiobsbotschaft des Pfarrers, der um eine Spende für die marode Kirchturmglocke bittet. Sei live dabei! Bei der Kufsteiner Gemeinderatssitzung auf Kufstein TV. Erfahre die neuesten Beschlüsse und Abstimmungen in Kufstein. Am Mittwoch ab 17 Uhr. Schalte ein. Sei ganz nah dabei, wenn die politischen Kufsteiner Entscheidungsträger ihre Belange vortragen und diskutieren. Live zu sehen online und hier auf Kufstein TV. Reinhard Exenberger steht seit fast 40 Jahren auf der Bühne, führte Regie bei zahlreichen Theateraufführungen und erhielt Rollen bei bekannten TV-Produktionen wie Der Bergdoktor oder Soko Kids. Beim Besuch von Kufstein TV berichtete der Niederndorfer auch etwas über seine besondere Leidenschaft. Und danach haben wir für euch den Kinotipp der Woche. Der Niederndorfer Reinhard Exenberger steht nicht nur auf den hiesigen Theaterbühnen, sondern kümmert sich auch leidenschaftlich um deren Kulissen. Ja, servus, seid ihr in der Theaterwerkstatt bzw. Männerwerkstatt
Und da sind die Schätze natürlich vom Theater. Und was halt ich so in meiner Pension mache, sind da alle aufgehalten. Da denke ich ganz sagen, da hinten, was da rein schaust, da sind die ganzen Bühnen innen. Ja, die verschiedenen Bühnen, die können wir dann außerkramen, wenn wir ja wieder irgendwas brauchen davon. Startschuss für Reinhard Exenbergers Karriere rund um die Schauspielkunst war die Gründung des Theatervereins in Niederndorf. Vor 37 Jahren habe ich mit ein paar Freunden das Theater eigentlich aus der Taufe gehoben. So, haben wir zwar noch nicht gewusst, dass man nachher so Theater spielt. Da haben wir so Kleinigkeiten gemacht, Stubenspiele und sowas oder Anklöpfen gegangen. Das aber alles schon gespielt, also nicht gerade einfach nur gesungen, weil das hat alles schon ein bisschen so einen Hintergrund gehabt. Und wie gesagt, dann haben wir mal gesagt, ja, wie konnte man eigentlich mal richtiges Theater spielen? Und so haben wir mit einem Akt angefangen und wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt, wie man sowas macht. Kriegt man ein Stück her, muss man das selber schreiben, was ist denn da überhaupt? Überhaupt gar nichts. Und dann bin ich dann gleich mal zum Kufsteiner Volkstheater dazu gekommen, jetzt Stadttheater Kufstein. Und da habe ich mir natürlich das meiste angeschaut, wie das so funktioniert. Und dann haben wir da angefangen, in Niederndorf, da 1989, da haben wir das erste Stück gemacht, die Lügenglocke. Und da sind die Leute gekommen, da in den Theatersaal, und die haben nur mehr blöd geschaut, weil es gibt es ja nicht, dass wir das so zusammenbringen. Und das war ein totaler Hammer, und wir haben das viermal angesetzt gehabt und gemacht, ja, wie viele Leute werden wir denn da schon kriegen? Und dann sind wir gleich schon mal ausverkauft gewesen. Ja, und da habe ich meine ganzen Sachen da, auch die für mein ärgstes Hobby, und das ist Drechseln. Weil ich bin eigentlich Tischler, begleiter Tischler, und war dann 35 Jahre oder mehr bei der Gemeinde Schulwart und habe halt viel mit Holz getan und so weiter. Und dann habe ich einen Kurs gemacht und dann habe ich das Drechselwerkzeug bzw. Drechselbank gekauft. Und da bin ich immer wieder drüber, weil das so fantastisch ist, was da dann rauskommt. Ich sage, ich bin Kunstdrechsler, aber nicht, weil ich so künstlerisch bin, sondern weil ich nie weiß, was eigentlich rauskommt. Und das ist wirklich eine Kunst. Aber das Holz ist einfach eine tolle Geschichte. Das ist sozusagen ein Wirtshausrumpler. Da steht ein Wirtshaus da. Da ist die große Wirtsstube. Da ist die Zirmstube, das ist alles beschriftet da. Da hinten ist die Kegelbahn. Da ist die Weiberleute, die dann da also auf der Koche dann da gacken, steht oben. Und da ist sie für die Männerleute. Und dann ist da hinten die Kellnerin, die ist 40 Punkte wert, weil es klar, wenn du da reinkommst, will ja jeder hin, da kann rein. Und da, das ist, gibt am meisten Punkte, ja. Das ist das Bierlager. Ja, sage ich ganz schnell, wie das geht. Das ist also der Kreisel da, ja. Den musst du da aufwickeln. Dann musst du schauen, dass du möglichst viele Punkte zusammenbringst. 1, 2, 3. Auf ein zukünftiges Highlight freut sich der 65-Jährige ganz besonders. Sagst du, das habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen gefragt. Spielen wir in Kufstein den Meister Eder und seinen Bumuckl. Das taugt mir auch, weil mir schon so viele Leute gesagt haben, du musst jetzt da, oder du bist so ähnlich wie der Meister Eder da beim Bumuckl. Schauen wir jetzt mal, das wird sicher eine nette Geschichte werden. Also was nur eine wichtige Geschichte ist, wenn man schon mal in Pension ist, dann ist es ja leider Gottes nicht mehr so, dass man sehr oft gelobt wird, weil es ja klar, wenn du nicht mehr im produktiven Bereich tätig bist. Und deswegen habe ich eine Belobigungsmaschine gebaut. Und das ist recht wichtig für mich, weil wenn man viel kommt, muss wieder mal gelobt werden. Dann gehe ich da her und sage, du, wer ist denn der Fleißigste so von den ganzen Pensionisten? Ja. Dieses Lob hast du dir verdient, Reinhard. Bis bald. Nächste Woche auf QTV? Die alten Märchen sind eigentlich alle gleich.
Die Prinzessin, der Held. Doch diese Geschichte ist ein bisschen anders. Ich bin der erstaunliche Maurice. Die Katze kann sprechen. Ja, natürlich. Zweifellos. Na dann, los, los, los! Und was ist meine Rolle darin? Du bist nicht hübsch genug für den romantischen Helden und nicht lustig genug für den Witzbold. Alles klar, ich hol nur meine Abenteuertasche. Los geht's! Ich glaube, ich bin verliebt. Eine Stadt mit hervorragenden Möglichkeiten. Hast du die gesehen? Dass hier keine einheimischen Ratten sind. Hier riecht's komisch, oder? Es riecht nach einem Rätsel. Eine gruselige Spur, die der Handlung auf die Sprünge hilft. Die Welt hat keine Handlung. Dinge passieren. Bist du verletzt? Nein, nicht. Mir geht's aber gut, weil ich nur auf den Kopf gefallen bin. Ihr glaubt nicht, was wir gefunden haben. Tödlich und böse. Unheimlich. So geht's. Eine Katze landet immer auf ihren Füßen. Ah, Maurice! Der erstaunliche Maurice. Ihr müsst dagegen ankämpfen. Komm zu mir. Was? Den Rest müsst ihr schon selbst herausfinden. Maurice, der Kater. Wirklich kein gewöhnliches Märchen. Sicherheitshinweis. Ist keine tote Ratte, die gerade was gefressen hat, das davor was gefressen hat, das sie umgebracht hat. Der Südtiroler Ausnahmemusiker Herbert Pixner macht im Rahmen der Italo Connection Tour Halt in Kufstein. Mit im Gepäck seine sechsköpfige Band, rund ein Dutzend Instrumente und ganz viel Spielfreude. Davor geht's jedoch noch in die Werbung. Box, show you the components, and explain to you a step-by-step on how to use them. I'll leave it on for about 20 minutes. He applies a serum to the scalp and I massage it in. Herbert Pixner gastierte kürzlich zum ersten Mal in der ausverkauften Kulturfabrik Kufstein. Ein Gig im kleinen Rahmen birgt viele Unterschiede zu großen Freiluftkonzerten. Ja, wir haben natürlich eine andere Besetzung. Also wenn wir im Sommer auf der Festung in Kufstein spielen, wo wir ja schon viele Jahre immer zu Gast sein dürfen, da spielen wir mit dem Herbert Pixner Projekt. Da spielen wir eine komplett andere Musikrichtung als heute hier in der Kufa. Heute an der Kufa sind wir mit der Italo Connection. Das ist ein Projekt, das es nur zwei Wochen im Jahr gibt und ausschließlich nur zwei Wochen. Und das sind sieben Freunde, die zwei Wochen zusammen unterwegs sind und zusammen musikalisch Party machen.
berauschende Feste oder lauschige Auftritte. Pixner und die Festungsstadt sind wie füreinander geschaffen. Ah, Kufstein ist immer super. Also bis dato ist eigentlich überall, wo wir hinkommen sein, dass wir eine super Stimmung gehabt haben. Und ich nehme mal an, dass in Kufstein das nicht minder gut sein wird. Und wir freuen uns jedenfalls heute da in der Kufa. Ich bin das erste Mal da und ich glaube, ich habe in Kufstein sonst alle Lokalitäten durchgespielt, was es irgendwie gibt. Und jetzt endlich einmal da. Und sind wir schon gespannt. Ein schönes Clubkonzert. Es ist gerammelt voll, es ist ausverkauft und dann dürfte sich eigentlich an nichts fehlen. Das neue Jahr hat für den Südtiroler Musiker gerade erst begonnen. 2023 gibt es sehr vieles an Projekten. Begonnen haben wir im Jänner mit Ernst Molden und Ursula Strauss, wo wir das Thema Sagen aufgegriffen haben und ein Album aufgenommen haben, das nennt sich Arme Sö. Und da waren wir auf Tour im Jänner, dann jetzt im Februar sind wir mit Italo Connection unterwegs. Dann sind wir im April mit großem Orchester, Herbert Pixner Projekt und großes Orchester mit Tonkünstlerorchester Niederösterreich auf Tournee. Dann sind wir im Mai mit Alpen und Glühen unterwegs, Thomas Gansch, Manu de Lago, Radio String Quartett, Lukas Kanzelbinder. Ganz besonderes Projekt, wo wir ebenfalls wieder 2 Wochen auf Tournee im deutschsprachigen Raum sind. Und dann beginnt im Sommer, im Juli, dann wieder die Tour mit dem Herbert Pixner Projekt, wo wir unser Programm Schieren spielen werden. Und Album wird es nächstes Jahr 2024 wieder ein neues geben. Vielen Dank fürs Einschalten in dieser Woche. Und nicht vergessen, in nächster Zeit warten auf unseren Social-Media-Kanälen und der Webseite kufstein.tv viele Gewinnspiele auf euch. Schaut doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Euer Albin Winkler. Von der Region für die Region.